Suchst du gerade eine neue Spülmaschine? Vielleicht planst du ja sogar eine ganz neue Küche. Oder du suchst Ersatz für dein altes Gerät. In dem Fall kann ich mir vorstellen, geht es dir gar nicht schnell genug. Also mir würde es zumindest so gehen. Wenn ich ganz plötzlich ohne Spülmaschine dastehen würde, würde ich mir ganz genau überlegen, möchte ich überhaupt noch zu Hause essen? Und brauche ich dafür dann Geschirr? Da ich dir aber keine Diät-Tipps geben, sondern dir helfen möchte, den perfekt passenden Geschirrspüler für dich und deine Anforderungen zu finden, geht es in diesem Video um die verschiedenen Bauformen. Dranbleiben lohnt sich, denn jetzt geht's los. Hast du Einfluss auf die Positionierung der Spülmaschine? Also bist du flexibel oder kommt das Gerät wieder an den bisherigen Ort? Grundsätzlich gibt es ganz verschiedene Bauformen. Der Geschirrspüler kann zum Beispiel komplett frei im Raum stehen. Er kann unter einer Arbeitsplatte verbaut werden. Er kann in die Küchenzeile integriert werden, sodass man oben aber noch die Blende sieht. Und er kann komplett hinter einer Möbelfront versteckt werden, sodass er voll in die Küchenzeile integriert ist. Darüber hinaus gibt es auch noch Kompaktmodelle, aber dazu kommen wir später. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die verschiedenen Einbaumöglichkeiten. Als erstes klären wir den Unterschied zwischen den teilintegrierten Geräten und den vollintegrierten Geräten. Bei den teilintegrierten Modellen ist oben eine Bedienblende zu sehen. Diese Bedienblende hat ungefähr die Höhe einer Schubladenblende und ist praktisch für all diejenigen, die gerne die Programme bzw. die Programmlaufzeit im Auge behalten möchten. Unterhalb dieser Blende lässt sich eine zum Design der Küchen passende Möbelfront befestigen, damit Geräte und Küchenumgebung ein harmonisches Bild abgeben. Falls du Fan eines absolut sauberen und nahtlosen Designs sein solltest, dann ist die ideale Lösung für dich ein vollintegrierter Geschirrspüler. Der ist ebenso wie der teilintegrierte Geschirrspüler fest in die Küche verbaut. Der große Unterschied ist allerdings, dass die Möbelblende komplett über die Spülerfront gezogen ist und die Bedienblende gänzlich verschwindet und somit dem Design der Küche verschmilzt. Oder hättest du anfangs gedacht, dass sich hier hinter ein Geschirrspüler verbirgt? Dass sich die Tür gerade so elegant geöffnet hat, liegt übrigens daran, dass mein Modell den Open Assist besitzt, quasi mein persönlicher Türöffnungsassistent. Das ist besonders praktisch bei grifflosen Küchen wie meiner mit diesen Push-to-Open-Türen. Dass diese Abstände hier, auch Spaltmaße genannt, bei einem vollintegrierten Geschirrspüler so gleichmäßig aussehen, das ist übrigens nicht unbedingt selbstverständlich. Hier ist das Vario-Scharnier, was es nur bei vollintegrierten Geschirrspülern gibt, der Problemlöser. Entweder wie hier beim Hochanbau vorbei an der unteren Front oder falls der Geschirrspüler unter einer Arbeitsplatte verbaut wurde, kann er auch an einer niedrigen Sockelleiste der Küchenmöbel vorbei. Ich habe mich für den Hochanbau entschieden, weil sich dadurch das Ein- und Ausräumen nicht nur ergonomisch einfacher, sondern auch wesentlich gesünder für meinen Rücken gestaltet, weil ich mich jetzt nicht mehr so oft bücken muss. Und wenn ich überlege, wie oft ich den Geschirrspüler in der Woche nutze, dann war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Darüber hinaus finde ich, dass die Einbaulösung mit Vario-Scharnier die schönste Art und Weise ist, den Geschirrspüler mit dem Design deiner Küche zu verschmelzen. Übrigens, alle Geschirrspüler von Bosch können hoch eingebaut werden. Aber wie kann ich denn jetzt genau erkennen, ob der Spülvorgang schon beendet ist? Klar, falls der Geschirrspüler nicht hoch eingebaut wäre, dann wäre das kein Problem. Eine projizierte Anzeige auf dem Boden würde mir immer signalisieren, was gerade hinter der Tür vor sich geht. Ist der Geschirrspüler unter der Arbeitsplatte verbaut, so zeigt dir das Infolight an, ob das Gerät noch in Betrieb ist. Darüber hinaus gibt es auch das Timelight von Bosch, das zeigt dir sogar die Restlaufzeit des Spülgangs an und ist eine sehr schöne Alternative zum Display bei teilintegrierten Geschirrspülern. So laufe ich auch gar nicht Gefahr, die Maschine voreilig öffnen zu wollen. Aber auch für den Hocheinbau hat sich Bosch etwas einfallen lassen, und zwar das Statuslight. Wie du siehst, ist es ein seitliches in die Tür eingelassenes Licht, was durch den Spalt zur angrenzenden Möbeltür erstrahlt. Leuchtet es, dann läuft das Programm noch. Ziemlich clever, oder? Aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Eine weitere Einbauart sind die Unterbau-Geschirrspüler, die wie alle Einbau- und Unterbaugeräte ohne eine Arbeitsplatte geliefert werden. In diesem Fall natürlich, damit sie unter eine bestehende Arbeitsplatte geschoben werden können. Diese sind ebenso wie Einbaugeschirrspüler in der Höhe um bis zu 5 cm anpassbar. Unterbaugeschirrspüler können leider nicht mit einer Möbelfront verkleidet werden. In der Regel sind sie aber mit einer sehr eleganten Edelstahlfront versehen. Ob jetzt teilintegriert, vollintegriert oder als Unterbau. All diese Modelle gibt es in einer Breite von 45 cm und 60 cm, immer bei einer Höhe von 81 cm. Bei allen 60 cm breiten voll- und teilintegrierten Modellen gibt es zusätzlich noch eine XXL-Version, die bei der Höhe 5 cm draufpackt. Was ja auch zum Trend der ergonomisch höher positionierten Arbeitsplatten passt. Bei all diesen Vorteilen fällt mir kein Grund ein, warum man den vorhandenen Platz nicht für ein XXL-Modell nutzen sollte.
81 cm? 86 cm? Macht das so einen großen Unterschied? Ich kann dir verraten, ja, das tut es. Der große Vorteil bei einem XXL-Modell ist der gewonnene Raum für hohe Geschirrteile im Ober- und Unterkorb. Darüber hinaus ist ein XXL-Geschirrspüler die ideale Lösung, falls du dir eine dritte Beladungsebene in Form eines dritten Korbes oder einer Vario-Schublade wünschst. Alles zu den cleveren Beladungsmöglichkeiten der Bosch-Spülmaschinen findest du hier. Aber nur weil ich ein Faible für einen Geschirrspüler habe, der sich dezent in meine Küche integriert, muss das Gleiche ja nicht für dich gelten. Machen wir also mal mit den freistehenden Geräten weiter. Wie der Name schon sagt, kannst du solche Standgeräte frei und unabhängig von einem Möbelstück aufstellen und anschließen. Und damit du dir besser vorstellen kannst, wie so ein freistehendes Modell aussieht, habe ich extra für dich eines besorgt. Standgeräte sind ebenfalls in einer Breite von 45 und 60 cm erhältlich. Die Höhe beträgt standardmäßig 84,5 cm. Diese Modelle werden komplett mit einer Arbeitsplatte und Sockelblende geliefert. Das heißt, sie sehen so allein für sich schon ziemlich schick aus. Standgeräte sind also praktisch, wenn du es gerne flexibel hast oder du eine Küche ohne größere Einbaumöbel besitzt. Wie du siehst, hat Bosch sich also Gedanken gemacht und hat für fast jeden Bedarf eine Lösung parat. Was also die Wahl der richtigen Bauform angeht, bist du vollkommen frei in deiner Entscheidung. Aber ganz fertig bin ich tatsächlich noch nicht. Zusätzlich gibt es zwei Problemlöser für kleine Küchen. Falls der Platz begrenzt sein sollte, bietet Bosch den vollen Komfort und die volle Flexibilität für den bereits erwähnten 45 cm breiten Geschirrspüler. Falls es noch kleiner sein sollte, gibt es den Kompaktgeschirrspüler. Den gibt es in der Einbauvariante sowie freistehend. Wie du siehst, bietet dir Bosch den vollen Komfort und die volle Flexibilität, auch falls der Platz mal begrenzt sein sollte. Auf viele Innovationen und Features, die du von den Bosch-Spülmaschinen im Standardmaß gewohnt bist, musst du auch hier nicht verzichten. Ich hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte, was das Thema Bauformen von Spülmaschinen angeht. Hast du dich denn schon entschieden? Also weißt du, wo das Gerät bei dir stehen soll? Schreib es mir gerne in die Kommentare und falls du noch irgendwelche Fragen haben solltest, immer raus damit. Ich würde mich sehr freuen, falls du dem Video einen Daumen nach oben gibst und den Kanal abonnierst. Und zu guter Letzt findest du hier noch Videos zu diesem Thema. Ciao und bis bald.